Okay. Heute übernehme ich dann wieder die Vorlesung. Ab nächste Woche ist dann aus der Wahrscheinlichkeit Marie wieder dabei. Wir haben heute in der Stunde das letzte Thema sozusagen des allgemeinen Bereichs über die Nachhaltigkeit. Ab nächste Woche kommen dann so wirklich chemieorientierte Beispiele, Nachhaltigkeit in der Polymerchemie, Abbau von Polymeren, Aufbau von Polymeren aus biobasierten Monomeren und solche Themen. Und das letzte Kapitel im allgemeinen Teil zur Nachhaltigkeit soll sich mit Abfall beschäftigen. Da unterscheidet man im Grunde drei wichtige Fälle. Das sind flüssige Abfälle, bei denen werden erstmal die sedimentierbaren Anteile abgesetzt. Und dann haben wir nicht sedimentierbare Schwebeteilchen, die sind halt zu klein, als dass sie durch die Gravitation sich absetzen. Und das Letzte sind die wirklich chemisch gelösten Schmutzstoffe. Und um Abwasser zu charakterisieren, nimmt man normalerweise irgendwelche Summenparameter. Also wünschenswert wäre es natürlich, genau den Anteil an jeder Schmutzfraktion analytisch bestimmen zu können. Und der Aufwand ist natürlich viel zu groß und deswegen hat man sich ein paar Summenparameter überlegt, die über die Güte von dem Wasser oder über die Wasserqualität Aussagen machen. Das Problem bei diesen Summenparametern ist, dass da durchaus toxische Substanzen noch enthalten sein können, die auf diese biologischen Parameter oder auf diese Summenparameter gar nicht einwirken. Also wenn man den Verdacht hat, dass mit der Wasserqualität im Bereich der Toxizität was nicht in Ordnung ist, dann braucht man natürlich eine direkte Analytik. Wenn es nicht ist, dann ist das, was man am häufigsten macht, der sogenannte biochemische Sauerstoffbedarf, der BSD. Und dieser biochemische Sauerstoffbedarf ist die Menge von Sauerstoff, die man braucht, um unter biotischen Bedingungen die organischen Stoffe, die im Wasser gelöst sind, abzubauen und das innerhalb einer bestimmten Zeit. Meistens nimmt man da 5 Tage und der Wert, der daraus resultiert, ist dann der sogenannte BSD5-Wert. Und das ist die Menge an Sauerstoff, die man braucht, Milligramm pro Liter, die Bakterien und die Mikroorganismen, die die Schadstoffe abbauen, bei einer Temperatur von 20 Grad, darauf muss es temperiert werden, innerhalb von 5 Tagen verbrauchen. Und das Ganze ist eine dunkle Reaktion, das heißt, es findet in lichtundurchlässigen Gefäßen statt und der Sauerstoff wird eben nach diesen 5 Tagen gemessen. Aber das heißt, zuallererst muss man mal Sauerstoff hinzufügen. Also man nimmt die Wasserprobe und versetzt die mit dem bakterienhaltigen, sauerstoffgesättigten Wasser. Dann bestimmt man den Sauerstoffgehalt. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Auf der rechten Seite habe ich mal den Klassiker, die Winkler-Methode. Das ist eine titrimetrische Methode, bei der man den Sauerstoff mit Mangan und Hydroxidionen zu Manganoxid reduziert, also das Mangan zu Manganoxid oxidiert. Und dann reduziert man das Manganoxid mit Schwefelsäure und oxidiert dadurch Jodid zu Jod. Und das ist eine Reaktion von farblos zu gelb. Und dann kann man das Jod, das entstandene Jod mit Thiosulfat titrieren. Und dann kann man mit diesen ganzen Gleichungen sich ausrechnen, wie viel Sauerstoff war ursprünglich drin. Das ist eine klassische Methode. Heute macht man es natürlich viel einfacher mit der pH-Elektrode, entsprechenden Sauerstoffelektrode, da bekommt man direkt die Anzeige, dass also elektrochemisch oder elektroanalytisch den Gehalt an O2 in der Probe. Also so wird dann der Start-Sauerstoffgehalt bestimmt
dann wird die Probe bei 20 Grad im Dunkeln für 5 Tage aufbewahrt. In diesen 5 Tagen brauen die Bakterien und der Sauerstoffverbrauch die Schadstoffe ab. Und nach 5 Tagen misst man dann wieder den Sauerstoffgehalt, der ist dann natürlich geringer, ja, weil die Bakterien haben ja das verbraucht. Und je mehr Schadstoff drin war, umso mehr Sauerstoff wurde benötigt. Und der BSB5-Wert ist dann der Wert von Sauerstoff in Milligramm pro Liter, der die Differenz zur ursprünglichen Sauerstoffkonzentration darstellt. Das ist das, was man als den BSB5-Wert bezeichnet. Man kann noch was anderes machen. Es gibt auch den chemischen Sauerstoffbedarf. Da wird die Oxidation durch starke Oxidationsmittel nicht mit Bakterien in Sauerstoff gemacht, sondern zum Beispiel durch Kaliumbichromat in Schwefelsäure. Damit oxidiert man praktisch alles, also auch Dinge, die Bakterien mit Luftsauerstoff nicht oxidieren können. Ja, Kaliumbichromat, Schwefelsäure oxidiert alles, sodass der chemische Sauerstoffbedarf praktisch immer größer ist als der biologische Sauerstoffbedarf. Ja, das Ganze wird auch noch bei 148 Grad gekocht und das Dichromat ist klassisch orange bis rot. Chrom 3 ist grün und das kann man also photometrisch diese Reaktion vom Dichromat zum Chrom 3 nachweisen. Und das ist auch eine relativ schnelle Methode, ja, also die Oxidation findet da unter den Reaktionsbedingungen ein paar Minuten statt. Das ist halt der Vorteil der BSB5-Wert, der Name sagt, dauert einfach 5 Tage. Das heißt, ihr wisst, wenn ihr diese Analyse macht, wie die Qualität des Wassers vor 5 Tagen war und nicht wie die Qualität des Wassers aktuell ist. Trotzdem lässt man den BSB immer sozusagen parallel mitlaufen. Ja, dann habe ich ja schon gesagt, es gibt 3 Anteile, sedimentierbare, nicht sedimentierbare und gelöste Anteile. Die sedimentierbaren, das ist das Einfachste. Meistens sind die so groß, dass man sie mit Rechen oder Sieben entfernen kann. Und danach hat man einen Sandfang, das ist ein Becken, in dem praktisch ja keine Strömung herrscht, das so groß ist, dass das einlaufende oder das zulaufende Abwasser keine große Strömung hervorruft. Und dann werden die leicht sedimentierbaren Stoffe so mit 200 µ ungefähr abgesetzt und hat dann in Vorklärbecken noch die Möglichkeit, noch feineren Schlamm abzusetzen. So, dann ist man alles, was sedimentierbar ist, los. Und dann kommt die eigentliche biologische Reinigungsstufe. Und da macht man genau dasselbe, was man im Grunde bei der Bestimmung des BSB5-Wertes macht. Nämlich man nimmt Bakterien, bietet den Sauerstoff an und Schmutz, organische Schmutz. Und diese Bakterien oxidieren die Schadstoffe zu CO2 im Wasser und nutzen diese Energie, um weitere Biomasse, also sprich, um sich zu vermehren, aufzubauen. Dieser sogenannte Belegschlamm, der besteht also zum größten Teil aus Bakterien, aus Mikroorganismen, die dazu verwendet werden, um weitere Schadstoffe abzubauen. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn die Schadstoffe abbauen und sich dabei immer vermehren, deswegen war das Becken voll mit Belegschlamm, also mit Mikroorganismen, mit Bakterien. Und das will man natürlich nicht, deswegen wird immer ein gewisser Teil des Belegschlamms, der Bakterienmasse, abgeführt und durch zu reinigendes Wasser ersetzt. Ja, wenn man das nicht macht, dann füllt der Belegschlamm einfach irgendwann das komplette Becken. Die Organismen, die man heute dafür verwendet, sind chemoorganoheterotrophe Mikroorganismen. Und die reinigen das Abwasser sehr zuverlässig von organischen Verunreinigungen.
Es ist der Nachteil von diesen chemoorganoheterotrophen Mikroorganismen, das, was ich schon gesagt habe. Sie bauen unsere Schadstoffe in CO2 und Wasser ab. Das war früher, man gedacht, das ist eine super Sache, dann ist man das los und CO2 und Wasser sind harmlos. Wasser ist harmlos, aber wir wissen heute, CO2 ist natürlich harmlos. Bei den großen Abfallströmen, die die Industrienationen produzieren, ist die CO2-Emission aus der Abwasserreinigung eine ganz ordentliche Emissionsquelle für CO2. Und deswegen arbeitet man heute an Verfahren, die unter CO2-Verbrauch sogar Abwasser abreinigen. Also dann kann man keine chemoorganoheterotrophen Mikroorganismen nehmen. Das sind andere Mikroorganismen und das für uns Interessante ist, das wird in Zukunft mit größter Wahrscheinlichkeit hier in Düsseldorf untersucht werden. Da gibt es ein neues Clusterverfahren, das heißt SICOM. Und da geht es um die Abreinigung von kommunalen Wässern unter CO2-Verbrauch. Ja, und da werden die entsprechenden Mikroorganismen dafür hier entwickelt und es werden noch keine Pilotanlagen gebaut, aber es wird sozusagen die naturwissenschaftliche Grundlage dafür gelegt. Hier habe ich mal die verschiedenen Möglichkeiten, wie die Bakterien arbeiten können. Also was heute passiert ist, die chemoorganoheterotrophe Variante. Da kommen die Elektronen aus dem organischen Material und der Kohlenstoff auch aus dem organischen Material. Und das führt dann halt dazu, dass die, dieser Kohlenstoffanteil zu CO2 oxidiert wird. Und was interessant sind die Photolithoautotrophen. Ist die Energiequelle nämlich nicht irgendeine chemische Energiequelle, sondern das Licht. Lithos heißt Stein, also das deutet schon darauf hin, dass es nichts Organisches ist. Sowohl die Elektronen als auch der Kohlenstoff kommen hier aus anorganischen Materialien. Also das sind eigentlich die beiden Gegenpole, die Photolithoautotrophen und die chemoorganoheterotrophen Organismen. Wie gesagt, heute ist 99,9% sind wir hier und irgendwann kommen wir zu den Phototrophen. Ja. Noch eine Frage bezüglich dieser CO2-Verbrauch arbeitenden Mikroorganismen. Was wäre denn da im Endeffekt dann das Abfallprodukt? Das müsste ja dann irgendwas Organisches sein, oder? Genau. Das Abfallprodukt, also der großartige Gedanke dahinter ist, wir wollen in die Kreislaufwirtschaft gehen, wir produzieren gar keinen Abfall mehr, sondern wir züchten die Bakterien so, dass die etwas herstellen, was uns nützt. Ja, also zum Beispiel Arbeitssäure. Also es geht dann tatsächlich in Produkte, die in der Massenanwendung als chemische Grundstoffe verwendet werden können. Essigsäure. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und einige von diesen Organismen, die haben die Eigenschaft, dass sie bei sehr, sehr, sehr kleinen pH-Werten überleben können, wo keine anderen Organismen überleben können. Und das wäre hier bei dieser Methode eigentlich das, was man wirklich machen muss. Weil kann man sich vorstellen, diese Chemoorganoheterotrophen, die sind überall. Und wenn wir Wasser haben und da ist irgendein Schmutz, dann vermehren die sich wie wahnsinnig und machen einfach CO2 und verdrängen alles andere. Wenn man das jetzt aber in einem Medium macht mit pH 1, davon überlebt von denen keine und diese anderen Bakterien, die sind sehr stark säureresistent und die kann man in diesen Medien dann züchten und auch vermehren. Ja, aber das ist der Punkt. Das CO2, also der Kohlenstoff geht in Dinge, die erwünscht sind. So. Ja, also in der Praxis sieht es ungefähr so aus, das Wasser läuft zu, dann haben wir grobe Rechen, um Äste und so ganz grobe Dinge raus zu fischen, den Sandfang und im Vorklärbecken haben wir dann tatsächlich den Schlamm. Schlamm muss heute noch deponiert werden und dann haben wir die biologische Stufe und in dieser entsteht Belegschlamm
Und dieser Belegschlamm, der wird zum größten Teil ausgetragen. Und dann muss man immer gucken, dass genug Belegschlamm noch im Becken ist, um die biologische Reinigung aufrechtzuerhalten. Das ein Teil wird im Rücklauf geführt und wird wieder zugeführt. Und das Überschüssige wird ja auch deponiert und das Nachklärbecken. Da wird auch noch das, was an Schlamm ausgetragen wird, eben abgetrennt. Und hier oben ist der Ablauf, der dann von den organischen Substanzen gereinigt ist. Ja, und im Belegschlammbecken oder im Belegungsbecken passiert Folgendes. Wir haben den Zulauf und die Masse an Schmutzfracht, die habe ich jetzt mit, also die Änderung der Masse an Schmutzfracht habe ich mit DMS, S steht hier für Schmutz, mit der Zeit DT und der Index 1 halt für die einlaufende Menge. Und das ist gleich der Volumengeschwindigkeit, mit der das reinfließt, Q, multipliziert mit der anfänglichen Schmutzkonzentration S0. So, und dann läuft dieses verschmutzte Wasser in das Belegungsbecken. Es wird Sauerstoff, also kein reiner Sauerstoff, es wird Luft rein geblasen, um die Oxidation mit den Bakterien durchführen zu können. Das reduziert die Schmutzfracht, das heißt DMS nach DT auf der auslaufenden Seite ist kleiner als das auf der einlaufenden Seite. Es fließt natürlich mit demselben Volumenstrom raus, wie es reingeht. Also viel Wasser, wie in die Anlage reingeht, muss auch rauskommen. Der Volumenstrom ist gleich. Aber jetzt auslaufend ist die Schmutzfracht nur noch S und S ist kleiner als S0. Also die Konzentration von S ist kleiner als die von S0. So, gleichzeitig haben wir die Biomasse und die Biomasse ist eben dieser Belegschlamm. Und die Konzentration von Biomasse, die teilen wir auf. Also ein Teil des Flusses geht mit der Konzentration der Biomasse wieder zurück. Und der Anteil, der zurückgeht, ist dieser Anteil Alpha. Also Alpha liegt zwischen 0 und 1. Wenn Alpha 1 wäre, dann würde alles zurückgeführt. Wenn Alpha 0 ist, dann lassen wir allen Klärschlamm raus. Und das, was rausgeht, ist natürlich dann Q mal B mal 1 minus Alpha. Ja, das muss ich dann 1 minus Alpha und Alpha ergibt sich dann zu 1 gerade in der Summe. Ja, und im Grunde so eine Anlage muss gefahren werden. Das heißt, das ist nicht so, dass man die Bakterien reinkippt und dann das Wasser reinlaufen lässt und die ganze Sache sich selbst überlässt, sondern da gibt es eine Anlagensteuerung, so wie in der chemischen Industrie auch, die dafür sorgt, dass diese Anlage immer am Betriebsoptimum läuft. Also zum Beispiel, dass die Menge an Biomasse immer ausreichend ist, damit alles Schmutz abgereinigt werden kann, aber nicht so groß ist, dass das Becken verstopft und das Volumen zu klein wird. Und das heißt, dieses Verhältnis von, oder dieses Verhältnis Alpha ist das, was man halt ständig einjustieren muss. Gleichzeitig muss man den Zustrom justieren. Jetzt, wie macht man das? Es kommt halt so viel Abwasser an, wie es ankommt. Aber deswegen hat man am Anfang große Speicherbecken erstmal. Und wenn zu viel Abwasser kommt, dann kann man das in diesen Speicherbecken zwischenspeichern, bis Zeiten kommt, wo man weniger Abwasser hat und es dann der Anlage zuführen. Woher kommt zu viel Abwasser? Kann es regnen. Ja, die ganzen Kanalisationen nehmen ja auch das Regenwasser auf den Straßen auf. Und wenn es viel regnet, geht das, verdünnt erstmal die Schmutzfracht, denkt man, das ist gut. Aber der Volumenstrom in den Anlagen wird viel zu groß. Was das für Folgen hat, werden wir uns gleich nochmal anschauen. Also, die Schmutzfracht im Zulauf ist so groß und die Schmutzfracht im Ablauf ist so groß. Ja, das hatten wir schon in dem Diagramm. Und wir überlegen, da das Ganze ja ein bakterieller Prozess ist, hat er große Ähnlichkeiten mit enzymatischen Reaktionen. Und ich weiß nicht, ob ihr die Michaelis-Menten-Kinetik in irgendeiner Vorlesung schon mal gestreift habt, müsstet ihr eigentlich in der GPC-Vorlesung, macht man Michaelis-Menten-Kinetik.
Und die Änderung der Schmutzkonzentration mit der Zeit ist ja, die Konzentration von meiner Biomasse multipliziert mit der Reaktionsgeschwindigkeit von einem Minus, weil Schmutzkonzentration nimmt ja ab, mal der Schadstoffkonzentration dividiert durch das, was bei der Michaelis-Menten-Kinetik die Michaelis-Konstante ist, dieses Ks, und plus der Konzentration am Substrat, also am Schadstoff. Und das, was jetzt kommt, Q durch V mal S0 minus S, das ist in der Michaelis-Menten-Kinetik nicht enthalten. Das ist aber eigentlich nichts anderes als die Bilanz von Zu- und Ablauf. Also wie viel Schmutz kommt durch den Zulauf rein und wie viel Schmutz geht durch den Ablauf raus. Ja? Michaelis-Menten-Kinetik ist eine stationäre Kinetik, hat man geschlossenes Reaktionsgefäß und muss diese Bilanzgleichung nicht noch zufügen. Wir haben jetzt natürlich eine Bilanzgleichung, weil es fließt ständig was rein mit einer Konzentration S0 und es fließt ständig was raus mit einer Konzentration S. Dasselbe kann man aufstellen für die Änderung der Konzentration an Biomasse mit dem Unterschied, hier ist jetzt ein Plus, ja, also das heißt, die Biomasse nimmt zu, die Reaktionsgeschwindigkeit K1 hat jetzt einen K1', die ist nämlich nicht gleich. Und üblicherweise ist es so, dass K1' hier kleiner ist als K1. Und das heißt, nicht alles, was an Schmutz da ist, wird in Biomasse umgesetzt. Ein Teil wird in CO2 oxidiert. Ja? Also, wie groß der Anteil an Biomasse ist, der entsteht, das ist eben durch das Verhältnis von K1' und K2, und K1 gegeben. Meistens stellt man es so ein, dass es ungefähr 0,5 ist, dieses Verhältnis. Und das heißt, die Hälfte des organischen Schmutzes wird in Biomasse umgewandelt und die andere Hälfte wird in CO2 und Wasser umgewandelt. So, wenn man diese Kinetik mit Zu- und Ablauf dann löst oder Annahme von Quasi-Stationarität und verschiedenen Dingen, die ihr in der Grundvorlesung sicher alle schon mal gehört habt, dann sieht man, dass die Konzentration an der Biomasse, ja, dieser Ausdruck ist, der da steht. Und jetzt kann man sich mal überlegen, wann wird der Null? Der wird dann Null, wenn das, was in der Klammer steht, gleich Null ist. Das habe ich hier einfach mal gleich 0 gesetzt und dann durch Q durch V aufgelöst. Und diese Kurve, die beschreibt jetzt also, oder die teilt die Schmutzfrachtabhängigkeit von der Konzentration. Und wenn man sich die Form der Kurve anschaut, also die teilt diese Schmutzfrachtabhängigkeit in zwei Bereiche, einmal wo es kleiner 0 ist und einmal wo es gleich 0 ist. Die Kurve habe ich jetzt hier geplottet, die sieht so aus. Alles, was unterhalb der Kurve liegt, ist das Strömungsverhältnis QV auf der linken Seite relativ zur Schmutzfracht, die unten angegeben ist. Also immer wenn es hier unten drunter ist, dann ist das BE größer 0 und alles, was über der Kurve liegt, ist BE gleich 0. Das heißt, B gleich 0, Biomasse gleich 0. Meine Biomasse ist komplett ausgeschwemmt worden. Und das heißt nicht nur, wenn die Biomasse nicht mehr da ist, dass jetzt keine Schmutzreinigung stattfinden kann, sondern das ist irreversibel. Also natürlich kann man wieder neue Biomasse zuführen, aber für den Moment ist es erstmal irreversibel. Und wenn wir uns die Kurve angucken, dann passiert das. Das passiert, wenn einerseits die Schmutzfracht klein ist, also die Schmutzkonzentration klein ist, und andererseits der Volumenstrom groß. Ja? Also bei kleinen Konzentrationen und großen Flüssen ist man ganz schnell überhalb von der Sättigungskurve. Und das ist das, was ich vorher beschrieben habe. Starke Regenfälle, die machen nämlich jetzt beides. Die führen zu einer Vergrößerung des Volumenstroms. Es kommt auf einmal viel Wasser. Und dieses Wasser verdünnt auch noch mein Abwasser, in dem der organische Schadstoff drin ist, verdünnt es also wird die Schadstoffkonzentration klein. Also bei starken Regenfällen
muss man genau das verhindern, dann würde man oberhalb diese rote Kurve rutschen und die Anlage würde sozusagen umkippen und würde die Schmutzfracht einfach vollkommen ungereinigt durchlassen. Und aus diesen Gründen muss man das abpuffern und muss, wenn diese starken Regenfälle beginnen, im Grunde das Wasser erstmal sammeln und dann langsam, wenn es aufgehört hat zu regnen, den normalen Abwasser wieder zumischen. Ja. Und das funktioniert nicht immer, also bei lang anhaltenden Regenfällen und so, ist durchaus ab und zu der Fall gegeben. Dann, um die Anlage zu schützen, wird das Wasser sozusagen in Bypass geleitet. Das heißt, um die Biomasse nicht komplett auszuschwemmen, wird dann das Regenwasser mit der Begründung, okay, das hat jetzt natürlich die Schadstoffe schon sehr, sehr stark verdünnt, um die Anlage umgeleitet. Und meist wird dieses Wasser ja Küssen und so zugeleitet. Das ist natürlich nicht schön, ja? Aber es ist die einzige Möglichkeit, wie man in solchen Extremfällen so eine Anlage noch vernünftig, ja, oder wie man es überhaupt noch am Laufen halten kann. So, was soll es gewesen sein zu den flüssigen Abfällen? Und der größte Anteil, das, was wir haben, sind aber feste Abfälle. Und ein großer Bestandteil dieser festen Abfälle ist der Hausmüll. Und wenn man sich das mal anguckt, woraus setzt sich so ein Siedlungsabfall zusammen, dann ja, sind wir hier die üblichen Biotonne, Sperrmüll, Glas, Papier, gemischte Verpackungen und Wertstoffe, Altgeräte, Metalle und Textilien, also solche, die man wiederverwenden kann, und dann der übliche nicht verwendbare Müll, der leider einen größten Anteil von 30% hat. Also das ist jetzt so die Zusammensetzung in 2019. Das war in der Bundesrepublik, hatten wir in dem Jahr über 45.000 Tonnen von Hausmüll. Ja, das war kein Industriemüll und kein Bau, also kein inerter Bauabfall mit dabei. So, unser Problem oder das ursprüngliche Problem bei der Deponierung war, dass das Volumen mit der Zeit sehr viel schneller angewachsen ist als das Gewicht des Mülls. Wenn man mal zwischen 1900 und 1950 sich das anschaut, die untere Kurve ist die Gewichtskurve, die obere die Volumenkurve. Liegen die praktisch parallel. Ja, also, so, was ist dann passiert? Was ist 1950 ungefähr passiert, dass auf einmal das Müllvolumen so stark zugenommen hat, das Müllgewicht aber viel weniger? Naja, die Entwicklung von Kunststoffen und vor allem die Verwendung von Kunststoffen. Kunststoffe sind sehr leicht, haben aber ein großes Volumen. Und das heißt, die Müllmasse hat gar nicht so stark zugenommen, sondern das Müllvolumen. Das führte dann dazu, dass in den 70er Jahren die Mülldeponien einfach an ihr Kapazitätslimit kamen. Ja, also die wurden immer größer, immer höher, immer ausgedehnter. Und es wurde dann parallel in der TA Luft, also technische Anleitung Luft, wurde quasi eine TA Müll ausgegeben, was mit Hausmüll oder was mit Müll überhaupt nicht mehr passieren kann. Und der geringste Anteil darf überhaupt nur noch deponiert werden. Das führt jetzt dazu, dass wir uns viel mehr Gedanken machen müssen als früher, woraus setzt sich unser Müll eigentlich zusammen. Und also wie gesagt, das sind so die Verhältnisse bis 2000. Und ab 2000 habe ich es dann mal hier zusammengestellt, jetzt bis 2020, wo man sieht, dass der größte Anteil an Bau- und Abbruchabfällen hier angefallen ist. Ja, und das ist durchgehend. Und das ist, der kann zum Teil deponiert werden, der wird aber zum Teil auch verwendet für neuen Straßenbau und so weiter. Siedlungsabfälle, wenn wir uns gucken, die Zahl ist eigentlich extrem konstant, wenn man sich das so überlegt. Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, das beginnt sowieso erst so ungefähr bei 2006, die nehmen tendenziell zu von
32 Millionen Tonnen auf mittlerweile bleiben fast 60 Millionen, also fast eine Verdopplung. Und ja, übrige Abfälle. Der Rest ist so mehr oder weniger konstant geblieben. Ja. Recycling. Wir wollen in die Kreislaufwirtschaft reingehen, aber bevor wir in die Kreislaufwirtschaft gehen, müssen wir quasi noch so einen Zwischenschritt machen. Und dieser Zwischenschritt lautet, wir recyceln wenigstens einige der Abfallstoffe, die dann in diesem Sinn keine Abfallstoffe mehr sind, sondern für uns zu Wertstoffen werden. Und das, was am längsten schon passiert, ist Papier. Auf der linken Seite habe ich mal die Zahlen aus den USA. Und das sieht man, man hat in den 90er Jahren eine Recyclingquote für Papier schon von 30% gehabt, die mittlerweile auf 65%, ja, mittlerweile sogar ein bisschen mehr, auf 70% gesteigert wurde. Da sind wir in Deutschland wesentlich weiter. Papier hat hier eine Recyclingquote von 90%. 90% ist auch die Zielvorgabe, die wir haben für die Recyclingrate ab 2022. Ja, das wurde immer weiter verschärft und wir haben jetzt hier eine Recyclingrate von 90% erreicht. Das zweithäufigste, was recycelt wird und immer schon recycelt wurde, sind Metalle. Aus dem einfachen Grund, Metalle sind zum einen relativ leicht abtrennbar aus dem bestehenden Müll. Ja, eisenhaltige Metalle kann man mit Magneten rausholen. Und zum anderen stellen sie selbst Wertstoffe dar. Und wenn man eine betriebswirtschaftliche Rechnung macht, dann ist es natürlich so, dass das Entfernen von Bestandteilen aus dem Müll Geld kostet. Das kostet einfach deswegen Geld, weil, was mache ich? Ich muss es ja sortieren. Sortieren ist eine Entropieabnahme. Eine Entropieabnahme findet aber spontan nicht statt. Da muss ich Energie reinstecken. Und um die Energie reinzustecken, brauche ich Geld, weil Energie etwas kostet. Und somit habe ich auf der einen Seite Kosten produziert. Auf der anderen Seite trenne ich jetzt aber was ab, was ich hinterher wieder verwerten kann und verkaufen kann zu Metalle. Das heißt, ich habe einen Gewinn. Und da gibt es ein Optimum zwischen dem, was ich an Kosten reinstecken muss und dem, was ich an Ertrag durch den Verkauf der Wertstoffe erhalten kann. Und diesen Recyclinggrad, den kann man bestimmen. Also wie viel Metall zum Beispiel lohnt es sich überhaupt rauszuholen. Ja, um die letzte Schraube rauszuholen, bräuchte ich so viel Energie wegen der starken Entropieabnahme, dass ich das einfach nicht mehr rechne. Das heißt, es gibt irgendwo ein Optimum bei der Menge an Wertstoff, den man entfernt. Und Metall ist halt mal ein sehr hochwertiger Wertstoff und deswegen wurde der immer schon stärker entfernt. Glas nimmt auch zu und Glas wird wiederverwertet. Glas stellt jetzt per se keinen großen Wert dar im Vergleich zu den Metallen, aber auf der anderen Seite die Herstellung von Glas aus Sand erfordert sehr viel Energie. Aus Glas neues Glas zu machen, erfordert sehr viel weniger Energie. Das heißt, der Wertstoff steckt hier in der gesparten Energie bei der Herstellung des Endproduktes. Und die größte Zunahme, auch wenn es hier nicht so aussieht, ist tatsächlich bei den Kunststoffen. Und deswegen wird sich der zweite Teil der Vorlesung dann sehr viel mit Makromolekülen und den Möglichkeiten der Kreislaufwirtschaft und der biobasierten Monomere für die Kunststoffe befasst. Ja, ich habe schon gesagt, deponieren geht für die meisten Bestandteile gar nicht mehr, weil alles, was einen höheren organischen Anteil als 5% hat, und das hat man natürlich sofort bei Hausmüll, müssen vor der Ablagerung behandelt werden. Es kann so behandelt werden, dass der organische Anteil kleiner ist als 5%. Und seit 2005 dürfen überhaupt nur behandelte Abfälle aufgenommen werden, die gar keine organischen Bestandteile mehr haben.
ohne Probleme deponieren darf, ist gering belastete mineralische Abfälle. Also das ist jetzt typischerweise, sagen wir mal, Bauschutt. Ja, also wir haben Bauschutt aus Außenmauern, der ist praktisch nicht belastet und ausschließlich mineralisch. Dann nicht gefährliche Abfälle, Deponieklasse 1, die haben einen geringen organischen Anteil. Typischerweise, wenn man alte Häuser abbricht, sind ja noch Bestandteile aus Konstruktionsholz oder aus Stroh in den Zwischendecken, was man nicht komplett entfernen kann. Das sollte so weit möglich entfernt werden, aber das, was da drin ist, ist der geringe organische Anteil. Dann, wenn es sich nicht abtrennen lässt, ist noch erlaubt, wenn sie nicht gefährlich sind, nach der Deponieklasse 2 oberirdisch zu deponieren. Dieser organische Anteil muss aber quasi in diesem Material drin sein, ja? Also auch hier jetzt Holzkonstruktionsholz oder so. Dann haben wir gefährliche Abfälle, das ist natürlich kein Hausmüll mehr, das sind jetzt typischerweise Industrieabfälle und dann für radioaktive Abfälle hauptsächlich die unter Tage Deponie oder so stark toxische, dass die überirdisch nicht gelagert werden. So, diese fünf Deponieklassen gibt es heute überhaupt noch, ihr seht, da fällt gar nicht sehr viel drunter. Und was ist das Problem mit den organischen Substanzen im Hausmüll? In so einer typischen Deponie finden verschiedene Prozesse statt. Und hier war aufgezeichnet mit der Zeit, was passiert. Dann am Anfang in der frühen Phase noch sehr viel Sauerstoff in der Deponie. Ja, also wenn was draufgeschüttet wurde, ist der Sauerstoff eingeschlossen worden. Und die Bakterien verstoffwechseln jetzt den organischen Anteil. Das ist ganz äquivalent zu dem, was in der Kläranlage passiert. Ja. Und das heißt, der Sauerstoffgehalt nimmt ab. Das ist ein aerober Prozess. Die CO2-Konzentration nimmt zu. Stickstoff nimmt ab. Das sieht jetzt erst ein bisschen komisch aus, aber das wird halt sozusagen ja, rausgetrieben, der Stickstoff. Dann setzt die Sauergärung ein. Anaerob deswegen, weil ab dieser Grenze hat man überhaupt keinen Sauerstoff mehr für eine aerobe Zersetzung. Das CO2 nimmt in dem Bereich sehr, sehr stark zu. Wasserstoff fängt an, sich zu bilden. Und nach einer gewissen Zeit geht es über in die sogenannte Methangärung. Das ist natürlich der oben Schreibfehler. Da steht über 2 muss auch anaerob und über 3 muss anaerob und über 4 muss auch anaerob stehen. Diese instabile Methangärung geht dann in die stabile Methangärung über. Wie der Name schon sagt, es bildet sich dann ein konstanter Anteil von CH4 und ein konstanter Anteil von CO2 auf der Oxidation vom Material. Und das ist das, was in den, was das Deponiegas ausmacht, ein Anteil von Methan von leicht über 50%. Problem, Methan ist ein sehr klimawirksames Gas. Vorteil, dieses Methan kann man natürlich auffangen und zur Energieerzeugung verwenden. Ja, also die Deponiegase, die werden nicht einfach in die Atmosphäre gelassen. Aber jetzt kann man sich natürlich vorstellen, das Volumen einer Deponie, die Deponie so abzudichten, dass diese Gase nicht einfach irgendwo entweichen, sondern genauso da, wo man das haben möchte, stellt hier das große Problem dar. Deswegen die Deponierung von Müll mit großem organischen Anteil eben heute nicht mehr stattfinden darf. Ja, was kann man dann machen? Lustigerweise ist in der Anfangszeit hat man tatsächlich zum Recycling auch das Verbrennen von Müll gefasst mit dem Argument, ich recycle die Energie, die aufgewandt wurde, um diesen Stoff herzustellen, zum Teil dadurch, dass ich ihn wieder verbrenne und die Energie verwende zum Beispiel in einem Heizkraftwerk,
in dem Heizkraftwerk eine Kraft-Wärme-Kopplung und dann auch noch elektrische Energiegewinne. Deswegen ist Müllverbrennung das, was heute noch den größten Anteil an der Müll, es war ja nach dieser TA-Siedlungsabfälle, bearbeiteter Müll, was die häufigste Bearbeitungsform darstellt. Also wir haben den Müllbunker und dient dazu, um Müll zu mischen. Warum muss man das machen? Müll hat eine extrem inhomogene Zusammensetzung. Je nachdem, aus welchen Siedlungsgebieten er kommt, ist dann mal der Papieranteil sehr hoch, mal der Glasanteil sehr hoch, mal irgendein Anteil sehr hoch, der entweder einen hohen Brennwert hat oder einen niedrigen Brennwert hat. Was man natürlich bei solchen technischen Verbrennungen immer haben will, ist ein möglichst konstanter Brennwert. Und diese Kranführer haben jetzt tatsächlich die Aufgabe, den Müll immer so durchzumischen, dass Anteile, die jetzt rein optisch hohen Brennwert, andere mit niedrigem Brennwert, schön gemischt werden. Das heißt, dieser Müll wird in der einen Seite aufgetragen und dann über Tage durchgemischt, auf der anderen Seite immer was entnommen, über den Aufgabetrichter, über den Rost bewegt. Hier verbrennt der Müll. Es wird hier im Wärmetauscher Wasserdampf erzeugt. Dieser Wasserdampf, der kann verwendet werden, um zum Beispiel Strom zu erzeugen. Das heiße Wasser kann auch verwendet werden, um Fernwärme zu machen. Und was wir auf dieser Seite haben, ist jetzt Schlacke. Aus der Schlacke holt man mit dem Magnetabscheider noch Metallreste raus, die noch drin sind. Es fällt Staub an, der Flugstaub, der Flugasche. Die wird jetzt normalerweise über Elektrofilter rausgeholt. Und dann hat man schwefelhaltige Verbindungen, man hat stickstoffhaltige Verbindungen. Also den Abgas, das sind dann auch noch SO2 und N2O, NO2, NOx, NO enthalten. Und die müssen über Rauchgaswäscher entfernt werden. Und der Rest ist dann so rein, dass er über den Kamin entsorgt werden kann. Also das ist das Übliche, wie so eine Müllverbrennungsanlage funktioniert. Und ich habe es ja schon angedeutet, verschiedene Müllfraktionen haben wirklich unterschiedliche Brennwerte. Also der Brennwert von Papier ist 16.000 Kilojoule pro Kilogramm Papier. Kunststoffe haben 40.000 Kilojoule pro Kilogramm. Glasmetall verbrennt nicht, ja, haben natürlich null. Dann Grünabfälle haben einen Brennwert von 13.650. Da muss man jetzt aber ein bisschen aufpassen. Es kommt nicht auf den Brennwert an, sondern es kommt auf den Heizwert an. Und der Heizwert berücksichtigt, dass wenn in meiner Probe oder in dem, was ich verbrenne, noch Wasser enthalten ist, muss ich das Wasser verdampfen. Wenn ich das Wasser verdampfe, brauche ich aber jede Menge Energie dafür, die dem Heizen, also zum Beispiel der Fernwärme, der Dampferzeugung, nicht mehr zur Verfügung steht. Also wäre zum Beispiel bei den Kunststoffen der Unterschied zwischen Brennwert und Heizwert minimal ist, weil der Wassergehalt da sehr gering ist, ist bei den Grünabfällen natürlich mit einem Wassergehalt von 60% der Heizwert dramatisch viel kleiner als der Brennwert. Und wenn man jetzt mal anguckt, den typischen Hausmüll, ist das auch dummerweise die größte Fraktion. Ja, also fast 30%. Dicht gefolgt von Papierpappe mit einem sehr großen Brennwert und dem Kunststoff. Glas ist ziemlich viel im normalen Mischmüll drin und hat aber keinen Brennwert und hat aber einen Anteil immerhin von 10%. Jetzt schmeißt man natürlich eigentlich Papier, Pappe und Glas und eigentlich auch Kunststoffe nicht einfach mal so in die Müllverbrennung. Das passiert zum Teil aber. Die Kunststoffe sehr gewollt, weil wenn es sich um Verbundkunststoffe handelt, ist der Aufwand zur Trennung dieser Verbundkunststoffe, der energetische Aufwand, so groß, dass er den Nutzen übersteigt.
Und in dem Fall werden die dann schlicht und ergreifend verbrannt. Aber was ist mit Papier, Pappe und Glas? Da gibt es doch sehr erfolgreiche Recyclingmöglichkeiten. Warum werden die zum Teil trotzdem in der Müllverbrennung verbrannt? Und der Grund liegt darin, was ich am Anfang gesagt habe, wenn man feststellt, dass der Brennwert des Mülls zum Beispiel zu hoch ist, die Anlage würde Schaden nehmen, weil, Entschuldigung, ich sage jetzt schon Brennwert, der Heizwert zu groß wird, die Anlage würde Schaden nehmen, dann mischt man halt ein bisschen Glas noch mit rein, ja, und verdünnt sozusagen den zu hohen Brennwert. Umgekehrt, wenn der Heizwert meines Mülls zu niedrig wird, dann brennt der Müll einfach nicht mehr. Und Müllverbrennungsanlagen haben da einen Mechanismus, um das kurzfristig auszugleichen. Die haben Brenner unter diesem Raum und heizen sozusagen mit Erdgas mit. Das heißt, wenn der Heizwert eines Mülls zu klein wird, dann wird ein bisschen Papier und Pappe zugemischt, Erdgas zu sparen. Und das wird immer schon so gemacht. Also ein Teil des recycelten Papiers und auch Glases landet sozusagen in der Steuerung von solchen Anlagen. Ja, dann kommen wir mal zu dem Sortieren. Also ich hatte ja gesagt, man kann einzelne Anteile raussortieren. Wenn der Anteil einer Fraktion am Müll DI ist, ja, das ist also der Bruchteil dieses Bestandteils I am Gesamtmüll und diese Komponente I hat den Heizwert HI, dann ist der Heizwert des Gesamtmülls einfach die Summe über alle Fraktionen WI multipliziert mit dem dazugehörigen Heizwert HI dividiert durch DI, dividiert die Summe aller DI. So, das ist der Heizwert des Gesamtmülls. Und wenn ich jetzt dieser Iden-Müllfraktion, was auch immer das ist, Glas oder sowas, die den Heizwert HI hat, durch Sortieren jetzt den Anteil FI entnehme, dann ändert sich dieses WI für diese Komponente zu WI mal 1 minus FI, wenn ich gar nichts entnehme, ja, FI wäre 0, dann wäre das wieder die ursprüngliche Gleichung oben. Und wenn ich jetzt den Anteil FI entnehme, also im schlimmsten Fall, ich entnehme alles, ja, dann steht hier 1 minus 1 ist 0, und dann verschwindet mit dieser Komponente, dieser ganze Fernbetrag überhaupt nichts mehr zum Heizwert war. Ja? Und dazwischen liegt irgendwo der einstellbare Heizwert, den mein Müll dann noch haben kann. Und das ist hier mal gezeigt. Also was passiert, wenn man den Müll zu 100% des Glas entzieht. Wenn wir dann uns die oberste Kurve anschauen, dann steigt der Heizwert, der ist jetzt hier angegeben in Gigajoule pro Tonne Müll, von 8,5 Gigajoule pro Tonne auf ungefähr 9,5 Gigajoule pro Tonne. Ja, einfach weil Glas hat den Heizwert 0, wenn ich alles Glas rausnehme, können wir hier sehen, wie die Kurve ansteigt. Wenn wir Glas und Papier gleichzeitig entnehmen, dann fällt der ganz leicht ab, weil wir hatten gesehen, die Fraktionen waren ungefähr gleich. Der Durchschnitt aus dem nicht vorhandenen Heizwert von Glas und dem Heizwert von Papier liegt ungefähr da, wo der Heizwert von Müll liegt. Und das heißt, es passiert fast nichts. Wenn ich jetzt aber Glas, Papier, Metall und Kunststoffe entferne, dann sehen wir, dann kommen wir von 8,5 auf 6 oder noch tiefer Gigajoule pro Tonne. Und da ist der Grund, dass die Kunststoffe heutzutage einen wirklich großen Anteil nehmen. Und wir haben gesehen, die hatten den mit Abstand größten Heizwert von allen Müllbestandteilen. Ja, und anhand dieser Kurven wird dann bestimmt, wie viel von diesen Reststoffen noch enthalten sein können, um einen gewissen Heizwert aufrechtzuerhalten.
Genau, da wird gegenübergestellt, wie groß ist der Anteil von Abfällen, die zur Verbrennung verbracht werden. Das war jetzt, habe ich nicht aktuelle Zahlen nach 2017 gefunden, nach Regionen in Deutschland aufgeteilt. Und auf der rechten Seite sind die Verbrennungskapazitäten in den jeweiligen entsprechenden Gebieten angegeben. Und da sieht man, dass da eine deutliche Diskrepanz herrscht. Also zum Beispiel ist die Kapazität für die Verbrennung im Westen deutlich höher als der Müllanfall. Aber zum Beispiel hier im Süden ist der Müllanfall deutlich höher als die Müllverbrennungskapazität. Das heißt, zusätzlich zu der ganzen Müllproblematik über die Schadstoffe handeln wir uns hier über diese Ungleichverteilung natürlich auch noch Mülltourismus ein. Also Müll muss dann aus Gebieten, wo zu geringe Verbrennungskapazitäten bestehen, wie in Süddeutschland oder auch in Ostdeutschland, stimmt gar nicht, der ist höher, der ist auch höher. Hier genau im Südwesten ist er auch etwas niedriger. Muss also von da in Gebiete verfrachtet werden. Und das verfrachtet heißt wieder unter Energieaufwand transportiert werden, um dann in anderen Gebieten verbrannt zu werden. Also das ist was noch wesentlich besser in Zukunft organisiert werden muss, um hier in den Bereich der Nachhaltigkeit zu kommen. Ja, wie viel kann man in den Müllverbrennungsanlagen denn umsetzen? Der Status quo, ich gehe nochmal eine Folie zurück. Status quo hier, die Verbrennung nach Kapazitäten waren 26,5, der Anfall von Müll war 26,3. Ja, also das ist in Deutschland sehr gut ausgewogen. Und wenn man jetzt mal von diesen 26,3 Millionen Tonnen, die anfallen, ausgeht, dann ist der größte Teil, fast 10 Millionen Tonnen hier im Hausrestmüll. Ersatzbrennstoffe sind tatsächlich Brennstoffe, die wir brauchen, weil der Heizwert meines Mülls nicht hoch genug ist. Dann das nächstgrößte Gewerbeabfall, Müllimporte, das sind jetzt aber tatsächlich Importe aus dem Ausland und Sperrmüll. Wenn man nur die heutig gültigen Gesetze für Müllsortierung anwenden würde, also das Verpackungsgesetz und das Kreislaufwirtschaftsgesetz anwenden würde und die Gewerbeabfallverordnung, dann würde man auf 21 Millionen Tonnen kommen. Man würde 5 Millionen Tonnen Müll einsparen, indem man nur Gesetze, die schon bestehen, einfach zur Anwendung bringt. Wenn man die bestehenden Gesetze mit leicht weitergehenden Maßnahmen, also diese Maßnahmen ist hier zum Beispiel die bundesweite Wertstoffsteuer, die bundesweite Sperrmüllverwertung, was immer noch nicht passiert, Abfallberatung in den Kommunen, stärker verursachergerechtes Gebührensystem, würde man nochmal auf 19,4 Millionen Tonnen reduzieren können. Und wenn man dann Abfallvermeidungsszenarien noch berücksichtigt und keine Müllimporte mehr zulässt, sondern die Verwertung in den exportierenden Ländern verbessert, dann würde man tatsächlich auf 17 Millionen, also von 26 auf 17 Millionen Tonnen runterkommen können. Also das zeigt, wie viel Reduktionspotenzial selbst bei dieser Verbrennung heute noch besteht. Ja, die Zukunft von Müll liegt in zwei Bereichen, nämlich die Müllvermeidung und auf der anderen Seite natürlich die sinnvollere Sortierung. Und im Grunde ist das was man nicht mehr den
Verbraucher, der Verbraucherin überlassen kann, weil wir können vom Ansehen her natürlich Kunststoff von Papier unterscheiden, aber wir können nicht Polyethylen von Polypropylen unterscheiden. Und aus diesem Grund ist diese Müll-Recycling-Geschichte heute ganz stark an analytische Techniken gebunden, die den Müll automatisiert sortieren wird nach Anfall. Das heißt, in den Anlagen, ganz kurz. Ja, je nach Anfall von verschiedenen Fraktionen müssen die dann halt automatisiert. Okay, damit sind wir am Ende.